Ihr Auftrag lautete, herauszufinden, was die wissen, aber das wird jetzt schwierig, nachdem sie alle getötet haben. Vielleicht ist der Geheimdienst einfach nicht für sie. Sie bekommen noch eine letzte Chance. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom Kinocast. Episode 606 erwartet euch. Ich begrüße die Kate. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallöchen. Ich grüße dich auch. Und meine Wenigkeit, ich bin der Erik. Ich grüße auch alle. Und hallo Erik. Auch die geschätzten Hörer. Geschätzte Hörer. Zu unserer neuesten Ausgabe mit vielen Filmen und was uns sonst noch so einfällt. Und wir beginnen zunächst mit der Sneak Preview der vergangenen Woche, wie immer. Und da hatten wir einen Film, den hatte jemand hier in der Runde richtig getippt. Spontan in der letzten Sendung, wenn ich mich da recht erinnere, ohne viel Vorbereitung. Einfach mal so, Bullseye, ein Schuss, ein Treffer. Der Spion von nebenan kam in der Sneak Preview. Ein Actionfilm von Peter Segal. Ist der eigentlich verwandt mit? Na, ist egal. Mit Dave Bautista, der den bei Guardians of the Galaxy mitspielt. Den Drax, den großen Typen, der immer alles gerne sehr wörtlich nimmt und so. Und der spielt einen Geheimagenten von CIA, ja, CIA, genau. CIA. So im Außeneinsatz irgendwo in Pripyat, da in der Nähe von Tschernobyl, und da sieht man ihn gleich bei seinen ersten, ja, bei seinem ersten Einsatz hier, wie er da richtig aufräumt, und da geht aber alles nicht so ganz so glatt, sodass er dann eine andere Tätigkeit zugewiesen bekommt. Also da werden dann so Aufträge verteilt. Der Chef von dieser CIA, von dieser CIA-Behörde wird gespielt von dem Asiaten, der bei Hangover aus dem Kofferraum gehüpft ist. Und der auch bei Community mitgespielt hat. Und der teilt dann so Aufträge zu, und da gibt es dann so richtig coole Sachen, so in Paris irgendeinen Waffenhändler ausfindig machen und weiß nicht, hier, also wirklich an wirklich schönen Orten da richtig schöne Geheimdiensttätigkeiten. Und er bekommt aber zur Strafe eine Aufgabe, dass er einfach die so eine Frau überwachen soll, die hat eine kleine Tochter, und die hatte früher mal, oder der ihr Mann war früher in dunkle Geschäfte verwickelt mit so einem Waffenhändler in Paris, und die ist mittlerweile geflüchtet in die USA nach Chicago, und er soll quasi da Stakeout, also die Überwachung machen, zusammen mit einer Kollegin, mit der er eigentlich nicht ganz so viel anfangen kann, die aber totaler Fan von ihm und seinen Aktionen ist und irgendwie totaler Nerd und Programmiererin und sowas. Und mit der zusammen soll er in so einer ziemlich bruchbudigen Wohnung da für mehrere Wochen hausen und die andere Familie überwachen. Es kommt dann dazu, dass sie enttarnt werden, also die ausgerechnet von der Tochter dieser Frau, also die entdecken dann so die Kameras, die sie da versteckt haben, und zieht dann die richtigen Schlüsse, weil, ja, und geht dann in die Wohnung rein und sieht dann diese ganzen Monitore, die haben, und entlarvt die dann quasi und nutzt das so ein bisschen als Druckmittel, weil sie ja in der neuen Stadt noch niemanden so richtig kennt und auch ja kaum was unternehmen kann, weil sie keine richtigen Freunde hat, weil die behandeln sie alle ein bisschen komisch, und dass sie dann irgendwie so einen großen Kumpel hat, dann nimmt sie halt Dave Bautista immer dann so mit zum Eislaufen oder sowas, und daraus entstehen dann so irrwitzige Situationen, und natürlich, wie man sich's denken kann, wird dann auch die Lage insgesamt nochmal ein bisschen brenzlig, wenn dann wirklich die Bösewichter dann der Familie auf die Spur kommen und so. Ja, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Und sie will dann noch ein bisschen, fast wie bei Leon der Profi oder so, sie will dann noch ein bisschen was beigebracht bekommen, wie das so läuft mit CIA-Sachen und Agentensachen, was man da so machen kann, muss, schießen und verstecken und ja, so Training und so. Genau, ja. Gut zusammengefasst. Ja, ich sag mal, wenn man dem Film Böses will, dann könnte man den total verreißen. Weil es ist mit Sicherheit kein perfekter Film, aber es war irgendwie Top-Unterhaltung in der Sneak, fand ich. Also es war
hattest du die richtige Mischung aus bisschen so, ja, so kindlichen Humor teilweise, absurde Situationen, dann dieser bärbeißige Typ, der sich da von diesem jungen Mädchen dann irgendwie so ein bisschen vereinnahmen lässt, weil die total charmant ist und ja, und er nun wirklich so mit allen Wassern gewaschen und total grimmig und so, wie er dann von ihr eingenommen wird und so. Das war schon irgendwie sehr, sehr charmant gemacht. Also wir hatten doch schon ein bisschen Spaß, oder? Bitte nochmal, was? Wir hatten, sorry, doch, doch schon ein bisschen Spaß, oder? Ja, das war ich gerade echt so, redet er mit mir? Ja, ja doch, wir hatten relativ sehr viel Spaß. Also ich hatte ja ganz, ganz große Befürchtungen, als der Film kam, dass es so in eine Richtung geht von Baby Nator mit Vin Diesel, falls man sich daran erinnert. Oh, da geht's schon los. Oh. Und darauf, sage ich ehrlich, hätte ich jetzt nicht so Bock gehabt, weil den fand ich einfach nur ein Stück weit grausig. Und entwickelt sich gar nicht so, der Film. Also er ist, ich will jetzt nicht sagen, an Coolness teilweise fast so nicht zu überbieten, aber es ist ein extrem cooler Film. Es ist nämlich sehr cool gemacht, das alles, dieses Zusammenspiel der verschiedenen Personen und auch der verschiedenen Bereiche, das ist erstaunlich stimmig. Und was halt extrem wertvoll ist, ist ein Kinderschauspieler, eine Kinderschauspielerin, die einem nicht auf den Keks geht. Also Chloe Coleman als Sophie, echt nicht schlecht. Also ich war echt überrascht, also positiv überrascht, weil das schon ein Stück weit, ja, sie war nicht nervig. Sie spielt eine super Nervensäge, aber sie war einfach nicht nervig. Und was will man groß dazu sagen? Ich meine, wir werden die Kleine dieses Jahr nochmal sehen im Kino in Gunpowder Milkshake. Ich weiß nicht, ob ihr von dem Film schon was gehört habt. Nee, dachte ich mir. Aber da spielt Karen Gillan eine relativ große Rolle. Deswegen freue ich mich auf den auch schon. Und sie soll in Avatar 2 auch dabei sein. Das ist ja spannend. Aber ja, wie gesagt, die Hauptdarsteller nicht nervig. Also, und das als Kind ist schon mal gut. Die Geschichte an sich einfach auch witzig aufgezogen. Auch wie man da dem Ganzen so ein bisschen auf die Schliche kommt. Das war einfach dahingehend gut, weil der Film sich selbst nicht wirklich ernst genommen hat. Gerade mal nachgeschaut, und was der Regisseur. Achso, sorry, ich dachte, du warst fertig. Nee. Und das fand ich extrem gut, dass sich da, also weder Dave Bautista sich wirklich so groß ernst nimmt, als auch der ganze Film an sich nicht wirklich so ernst nimmt. Und er hat seine Action-Szenen, und zwar die gar nicht mal so schlecht teilweise, aber er hat halt auch seine spaßigen Momente, und das hat gut zusammengewirkt. Also war ein ordentlicher, guter Mix. Ich habe gerade mal geschaut, was der Regisseur noch so gemacht hat. Der hat tatsächlich Die nackte Kanone 33 ein Drittel gemacht, vor vielen Jahren. Und auch ein sehr schöner Film, 50 erste Dates. The Longest Yard, Spiele ohne Regeln, fand ich auch gut. Get Smart, also hier die mit Dings hier, mit dem Steve Carell und Anne Hathaway. Ja, hat schon ein paar ganz gute Sachen auf seiner Liste. Leider auch so Sachen, ja, wie Manhattan Queen. Mit Jennifer Lopez. Und putz mit einem Schlag alles hinüber. Ja, aber jetzt Der Spion von nebenan, oder wie es im Original heißt, My Spy. My Spy. Ja, es ist ja eine schöne Unterhaltung. Wir kommen ja vielleicht später noch zu einem anderen Film mit Dave Bautista. Der war ein bisschen unausgewogener. Hier fand ich den sehr, sehr ausgewogen. Also es war wirklich so, dass man sagt, da könnte man auch mal mit einem Kind ins Kino rein. Der hat eine breite Zielgruppe, der Film. Hat so beste Familienunterhaltung. Ich denke mal, der funktioniert ganz gut. Obwohl er jetzt, so die ersten Pressekritiken sind natürlich nicht so, weil das ist ja halt wirklich ein ganz normaler Action-Kinofilm, der ein bisschen spaßig ist, ne? Wie fast alle möglichen Muskelpakete mal gemacht hatten. Wir hatten ja dann im Nachgang auch nochmal so verschiedene Sachen Revue passieren lassen. Hier Stopp oder meine Mami schießt und sowas und Twins und Kindergartenkorb und wo diverse Leute und natürlich hier Dwayne The Rock Johnson und Vin Diesel und wie sie alle heißen. Alle haben sie irgendwie mal sich auch im Komödienfach bedient. Aber Dave Bautista, ich meine, hast du den schon mal in einer beinharten Actionrolle irgendwo gesehen jetzt? Ja, bei WrestleMania. Ja gut, das war jetzt aber ja kein Film, kein
Du hast nach einer Rolle gefragt. Obwohl, ich sehe gerade, bei Escape Plan 2 hat er mitgespielt. Okay, kann ich mich kaum noch... Bei Blade Runner hat er auch mitgespielt, 2049. Müssen wir vielleicht mal gucken. Ansonsten denke ich mal, passt das vielleicht eher so zu ihm. So ein bisschen dieses Augenzwinker und Witzige. Und ja, ansonsten... Ja, also, weil er ist halt so ein Muskeltyp, der eigentlich echt böse auch aussehen kann, aber deswegen finde ich, passt das so ganz cool. Ja, weil der hat ja auch irgendwie keinen Hals oder so. Das sind ja alles so die Lackenmuskeln, die da so in den Kopf übergehen. Das sind die Sachen, die darfst du ihm direkt mal ins Gesicht sagen. Wieso? Ich glaube, das findet er dann schon in Ordnung. Der hat ja, ich sehe gerade so ein Bild von ihm bei der WrestleMania hier auf der IMDb. Da siehst du ja wirklich, der hat ja nur Muskeln, die dann einfach so hochgehen in den Kopf. Das ist ja kein Hals da. Ne? Also, ich bin mir sicher, der braucht auch seine Nahrung gar nicht kauen. Der spannt einmal die Muskeln im Hals an, dann ist die Nahrung zerquetscht und dann kann er die runterschlucken irgendwie. Ja. Aber hier in dem Film verkauft er sich auf jeden Fall sehr, sehr gut und hat Spaß gemacht. Wir haben einige Male durchaus gelacht. Also für die Sneak ist das ein Top-Film. Also das ist wirklich... Ja, super Unterhaltung. Ja. Kann man nichts sagen. Bekannte Darsteller. Ach, der Soundtrack, den fand ich auch voll geil. Irgendwie. Also da waren ja wirklich bekannte Lieder drin am Anfang, weil das sind dann immer so Szenen, wenn dann irgendwie, wenn das Autoradio einschaltet, kommt wirklich ein guter Song und da ist es nicht so wie bei irgendwelchen Moment. Nichts verraten. Nicht verraten. Nee, nichts verraten. Ich meine nur, es liefen aber auch Spice Girls kurzzeitig. Also ich fand es aber gut, dass sie wirklich bekannte Songs genommen haben, die, mit denen man irgendwas verbindet, weil üblicherweise bei solchen Action-Klamotten, da kommt dann irgendwas, was noch nie jemand gehört hat und so. Und oder irgendwelche, wenn sie irgendwie so Techno-Musik spielen, dann kommt halt irgend so ein Öfter, was wo überhaupt nichts drin ist. Ne? Aber hier kommen halt wirklich so die echten Songs. Ne? Also das kostet ja auch ein bisschen Lizenzgebühren und so. Das fand ich schon cool. Also da gab es mehrere Szenen im Film, auch später dann immer mal. Und das war schon sehr, sehr charmant und lustig gemacht. War ja irgendwie eine europäische Produktion von Tobis. Hat mich schon ein bisschen gewundert. Also ich fand's cool. Ich glaube, ich werde ihn sogar nochmal gucken, wenn er dann irgendwie auf Sky dann läuft oder so. Hier mal mit Family oder so nochmal reingucken. Das ist okay. So ein Film, ja, der macht, ich glaube, der macht ganz Spaß dann. Hat auch gerade so die richtige Mischung. Ja, nicht zu brutal und trotzdem witzig und trotzdem actionreich und ist immer was los, ein bisschen was zu lachen. Ja. Also ich guck mal, was habe ich Ihnen in der Gruppe eigentlich gegeben? Ich habe ihm 7 Punkte gegeben. Ich glaube, da lagst du ja auch dabei. Ja, ich liege auch so bei 7 Punkten. Weil einfach komplett solider Film, witzig, nicht zu überdreht, nimmt sich nicht ernst. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt da irgendwie 10 Euro für eine Karte am Samstagabend im Kino ausgeben würde. Wenn du ein Date hast und das beeindrucken möchtest, dann ja. Denkst du, das ist ein Date-Movie? Ja, ein Stück weit schon. Ja. Klar. Okay. Du musst mal zurückrechnen. Also in deinem Fall rechne mal ungefähr 40 Jahre zurück. Boah, 40 Jahre? Ich wollte jetzt mal gemein sein. Ah ja. Ich sag mal so, ich hatte so als Date-Movies, hatte ich Filme, die sind eigentlich gar nicht so richtig gut gewesen. Und da die Beziehungen sind dann aber was draus geworden. Also da waren die Filme, weil ich habe ja häufig mal in der Sneak gedatet. Und da hast du ja eh keinen Einfluss drauf. Da waren so Sachen wie Tiger and Dragon oder hier bei meiner jetzigen Frau war es damals Deep Impact. Ja. Oh mein Gott, Entschuldigung, ist das. Ja, ich sag ja, die Filme waren nicht so gut, aber die Beziehungen, die haben. Nein, aber da ist der Titel ist ja ein wunderbares Programm. Kennst du den Film? Der Film war nicht besonders. Klar kenne ich Deep Impact, aber das war so der schlechtere du gehst mit einer Frau damals. Zu Deep Impact, mit der du nachher heiratest. Ja, also hallo, es war eine Sneak Preview. Es war eine Sneak Preview. Das war aber ein Wink des Schicksals, also ja, bitte. Ich weiß ja nicht, das bei vorhergehen war es Tiger and Dragon. Oder so. Ich find's cool. Ja, naja, also 7 Punkte für Der Spion von nebenan oder My Spy. Kate, haben wir dir Lust du auch auf den 7. Film gemacht? Ja, klar. Oh mein Gott, wir sind so einig. Nee. Gar nicht, was ist da los? Ja, ich bin mir sicher, wenn du ihn gesehen hättest, hättest du ja auch lustig gefunden. Vielleicht klicke ich ihn dann mal, wenn er irgendwo verfügbar ist. Wenn er irgendwie auf Kino XTO verfügbar ist. Klickst du ihn mal. Auf Kinocast. Irgendwas. Ich dachte eher so. Ah ja, apropos, so. Da gibt es ja einige, die verwechseln irgendwie die Seite Kinocast.net, weil wir natürlich auch bei Google sehr gut gerankt sind und so, verwechselt das mit dieser illegalen App, ne?
Und da kriege ich manchmal über Facebook irgendwelche Fragen, hey, App funktioniert nicht, was da los? Oder so, ey. Ich habe hier Android, irgendwie kannst du helfen, geht nicht. Ich sag dann immer. Ja, schick eine SMS an die 110. Wie, kannst du die neue Sendung nicht runterladen oder was ist los? Ah ja, ist schon lustig. Ja, wie sieht denn der Tipp für morgen aus da, Chris? Das wäre dann die Sneak 1042 am 2. März. Wir haben dann tatsächlich, ja, wir haben ja heute schon März, meine Güte. Ja, wie die Zeit vergeht. Trotz, dass wir und der geschenkt bekommen haben. Ja, super. Der Tipp lautet ruheloses Leben. Und, Kate, sind da schon irgendwelche Hinweise oder Spekulationen eingegangen? Ja, durchaus. Es wurden 3 Tipps abgegeben. Der erste ist Waves. Der zweite ist A Quiet Place 2. Was ist ein Waves? Und der dritte wäre mein Favorit, die Känguru-Chroniken. Und wieso sollte Känguru-Chroniken? Was hat das? Ich habe keine Ahnung. Was ist Waves? Da mal? Weiß ich auch nicht. Ach so. Habe ich noch nicht geguckt. Das sind leider keine Links. Waves, mitreißendes und einfühlendes Drama. Einfühlsames Drama über 2 jugendliche Geschwister, deren Leben völlig aus den Fugen gerät. Doch wie so oft, die Hoffnung stirbt zuletzt. Tyler Williams ist ein beliebter Schüler und ein vielversprechendes Ringertalent. Wenn er nicht gerade beim Training oder auf Partys ist, verbringt er viel Zeit mit seiner Freundin. Doch er vor seinen Mitmenschen und seiner Familie verschweigt er etwas. Eine Schulterverletzung bedroht seine Karriere. Statt sich operieren zu lassen, unterdrückt er den Schmerzen mit den Medikamenten und kämpft einfach weiter. Der Druck wird zu groß, er verliert zusehends die Kontrolle über sein Leben. Gibt sich Alkohol und Drogen hin. Und das Ganze geht über 2 Stunden. Yeah. Ja, ein Alkohol- und Drogendrama, was über 2 Stunden geht. Das ist doch mal was für die Sneak, hey. Nachdem voll Bock drauf. Nachdem wir jetzt mal so ein gutes Beispiel hatten mit Spion und irgendwas, 90 Minuten Spaß, seichte Unterhaltung, ja, und jetzt hier. So, was war das noch? Quiet Place 2. Ach so, den habe ich ja getippt, ja. Das ja, ist ja, und Känguru-Chroniken. Kennen wir ja Quiet Place, ne, und da ist jetzt halt Teil 2, ne. Hat man, glaube ich, den Trailer schon mal besprochen. Und Känguru-Chroniken, wie könnte das da mit ruhelosen Leben, weil das Känguru ihm immer auf die Nerven geht, ne, was dann bei ihm einzieht oder so. Ne? Naja, als Kleinkünstler, wenn du plötzlich ein Känguru an der Backe hast, ist schon heftig. Ja, ich kann mich erinnern, dass das ja ziemlich nervig war, dass das Känguru, dass ihm das immer so auf die Nerven gegangen ist und alles sein Leben und irgendwas war da mit Schnapspralinen und sowas. Ja, guck mal. Die Basics hast du schon drauf. Das hat mir trotzdem nicht gefallen. Aber ey, wenn da jetzt wirklich dieser Drogenfilm kommt, da jetzt über 3 Stunden, ey, zum Montagabend, ey. Na okay. Hoffen wir mal das Beste. Gesehene Filme. Wir haben ja noch was geguckt. Nämlich Jojo Rabbit, den Oscar-Nominierten, wo man es irgendwie damals, als der für die Oscars nominiert war, haben wir es ja irgendwie nicht ganz auf die Schleife gekriegt, aber jetzt, der läuft ja immer noch oder wieder. Ja, Gott sei Dank läuft er noch. Und ist ein Film von Taika Waititi, der ja diesen Thor Ragnarok-Film gemacht hat, den lustigen Thor-Film sozusagen. Und auch einige andere coole Filme. Und er selber spielt eine der Hauptrollen im Film, nämlich Hitler. Und in dem Film geht es um den Hitlerjungen Jojo, oder eigentlich heißt er irgendwie Johann oder Josefen oder sowas. War das doch? Johannes. Johannes, ja. Johannes. Und der, das ganze spielt so irgendwie so, ja, der Krieg geht irgendwie nicht mehr so lange, das wusste man ja natürlich damals noch nicht, ne? Aber wir wissen es ja jetzt mit heutigem Rückblick. Und mittlerweile, also die Kinder sind schon völlig indoktriniert und sind da völlig auf Kurs und sind da der Hitlerjugend beigetreten und wollen auch in so einem Camp mit teilnehmen, wo dann so verschiedene Sachen ihnen beigebracht werden sollen. Und da wird unter anderem Sam Rockwell eingeführt, der wieder mal großartig ist. Captain Glänzendorf. Dass der dafür keine Oscar-Nominierung bekommen hat oder so für die Rolle. Also der war ja großartig wieder mal. Jedenfalls, er spielt da so einen, den sie von der Front irgendwie abgezogen haben, weil er irgendwie was mit seinem Auge, hat er irgendwie eine Verletzung davongetragen. Und er kann ja nicht mehr richtig schießen. Ja, aber er zeigt ja, dass er es kann. Und ist dazu verdonnert, eben stattdessen zu unterrichten und den Nachwuchs auszubilden. Und
Das tut er dann auch. Es geht allerdings ein bisschen was schief, denn wir haben ja schon erwähnt, Hitler spielt auch eine Rolle. Der Jojo, der hat nämlich einen imaginären Freund, das ist der große Führer Adolf. Der ihm immer mehr oder weniger gute Ratschläge gibt. Dadurch, dass eben imaginärer Freund ist, gibt er ihm teilweise auch irgendwie sehr seltsame Ratschläge. Und weil er dann auch so ein bisschen gedisst wird da bei dieser Hitler-Jugendgruppe, schlägt er dann doch vor, doch was Aufsehenerregendes zu machen, und dabei wird er verletzt, der Jojo, und darf dann erstmal nicht mehr mitmachen. Aber ganz großartig gemacht. Also, sorry, da muss ich kurz einhaken. So, wirklich, eine der Szenen, die ich unfassbar gefeiert habe. Zuerst wird er da echt niedergemacht und dann so, ja, wer traut sich hier, das zu machen, ohne jetzt zu verraten, was er machen muss. Und einfach dann so voller Elan die Sache angehen, um dann kurz drauf einfach nur ein Oh-oh zu hören. Und das, die Szene, wo dann kommt, ich habe wirklich ja, das hast du ja gemerkt, da habe ich wirklich so gelacht. Weil ich fand einfach dieses Bild, wie das eingefangen wurde, ich fand das so witzig. Also wie als ob ein Brett umkippt, so ein bisschen. Einfach witzig. Entschuldigung, man sollte nicht drüber lachen, wenn Leute verletzt werden oder Kinder vor allem auch nicht. Aber ich fand das eher übel, die Szene. Also ich dachte so, oh je, oh je, oh je. Ich fand das einfach mega witzig aus. Putz! Immer noch lachen, Entschuldigung. Ich wusste ja noch nicht, in welche Richtung der Film geht. Also er hat ja dann zum Glück relativ wenig Verletzungen von sich getragen, wird aber dafür immer trotzdem gedisst und so, für das, was er hat, und so darf auch nicht mehr mitmachen und so. Das wird immer wieder Thema, ja, sie ist ja total hässlich und so. Und er bekommt stattdessen die Aufgabe in seinem Heimatort, was übrigens in Tschechien gedreht ist. Hat mich nämlich interessiert, wo es gedreht ist, in Tschechien. Okay. Weil das sah auch so ein bisschen aus wie in manchen Gegenden vom Osten. Ja, also jetzt das soll jetzt nicht despektierlich wirken oder so, aber so diese Häuschen und die Straßen, das wirkte halt schon sehr deutsch und so. Und ich wollte mal wissen, wo es gedreht ist und so. Weil da gab es dann auch so eine Straße, dachte ich, oh, das kennst du irgendwo her. Aber war dann doch irgendwo anders. Okay. Naja, jedenfalls muss er dann Einberufungsbescheide austragen, quasi Briefträger spielen. Und ja, er hat so sein bester Kumpel, der macht weiter da in der Hitlerjugend und wird dann auch eingezogen auch zum Volkssturm und sonst was. Und parallel dazu lernen wir dann auch noch kennen seine Mutter vom Jojo, gespielt von Scarlett Johansson, ziemlich großartig Rosie. Gespielt, die sich irgendwie da so versucht so durchzuwurschteln, und wir erfahren, dass sein Vater wohl in Italien verschollen ist, man weiß nicht so recht, ist er gefallen, oder manche sagen, er wäre desertiert oder so, ja, man weiß es nicht. Und eines Tages sieht er, dass bei ihm zu Hause ein jüdisches Mädchen versteckt ist in so einem Bretterverschlag in der Wohnung, und im Gespräch mit ihr stellt er fest, okay, seine Mutter weiß offensichtlich davon. Aber er darf weder seiner Mutter jetzt was sagen, damit die nicht weiß, dass er es weiß, und umgekehrt, sie darf auch niemandem was sagen und er darf niemandem was sagen. Und er ist nun völlig eingenordeter Hitlerjunge, der denkt hier, Juden, hat er wirklich völlig irrationale Vorstellungen, Juden haben Hörner. Das hat er in der Schule gelernt. Ja, die essen kleine Kinder und sonst was alles. Und hängen im Kopf von der Decke. Und Fledermäuse und... Ist dann irgendwie total... Fand ich aber eine der sehr schönsten Szenen da im ganzen Film dann auch so mit, ja, von wegen, Juden können Gedanken lesen, nur nicht für den Deutschen, das sind die Schädel zu dick. Aha. Fand ich sehr schön. jetzt habe ich gerade ein bisschen meinen Faden verloren. Also die... Oh. Ja, er will dann irgendwann, sagt er sich, ja, er will da ein bisschen mehr erfahren von ihr, weil er erkennt da offensichtlich so eine Diskrepanz zwischen dem, was ihm in der Schule gesagt wird über Juden und wie sie tatsächlich ist. Aber er sieht die Diskrepanz jetzt nicht in der Kritik im System, sondern er will einfach da mehr erfahren. Und sie erzählt ihm totale Märchen von den Juden, was sie so, dass sie so total früher so Fantasy-Wesen bezwungen haben und sonst was alles. Und er schreibt das alles in so ein Buch, weil er will so ein Buch schreiben, was so eine wichtige Lektüre sein soll für
ja, für alle Nazis, damit die wissen, wie sie damit umzugehen haben mit den Juden. Und parallel ist halt immer noch das Thema, dass sie natürlich nicht verraten werden darf und die Gestapo kommt denen immer näher. Und auch gibt es ja Denunzierungen und alles Mögliche. Was jetzt nach einem sehr... Da muss ich auch nochmal kurz eingreifen. Weil du sagst ja, die Gestapo kommt näher. Steven Merchant ja, kommt näher. Ja, großartig. Also absolut großartig. Also Szene, Steven Merchant kennt man aus... Hello Ladies zum Beispiel. Ja, Hello Ladies oder was weiß ich. Also wenn man ihn sieht, erkennt man ihn, denke ich, sofort. Und einfach großartig. Das war eine Szene. Fighting with My Family hat er auch mitgespielt. Ja, aber wie gesagt, das war für mich wieder so eine Szene, wo ich gedacht habe, ist jetzt nicht. Macht ihr gerade nicht wirklich. Bei Logan hat er übrigens auch mitgespielt, aber ist ja egal. Die Szene, da, wo sie da, wo er da in das Haus reinkommt und dann auch noch Sam Rockwell hinterherkommt. Heil Hitler. Ja. Ja, und dann so, ja, was habt ihr bisher gemacht? Also zuerst hat er ihn geheil Hitler, dann hat er geheil Hitler, er hat ihn geheil Hitler, der halt. Ach du Scheiße. Ich gedacht so, meine Güte. Und ich kann mir erst noch vorstellen, dass das zeitweise vielleicht damals wirklich auch noch so ablief. Ja, mit Sicherheit. Ja. Und das ist einfach so fürchterlich skurril und auf der anderen Seite wäre das so mega lustig gewesen. Also jetzt mit Sicherheit nicht so übertrieben, dass hier mit Geheil Hitler oder so, aber das war, denke ich mal, schon so gang und gäbe, dass man sich so begrüßt hatte und so. Ja, natürlich, aber also. Der Film hat aber auch seine tiefen Momente. Also gerade wenn dann wirklich so Sachen passieren, wo man denkt, oh je, wenn dann so Situationen entstehen, die fast schon so ähnlich sind wie bei Inglourious Basterds ganz am Anfang, wenn er durch das Haus läuft und da vermutet, dass da unten jemand versteckt ist und dann so dieses Verhör beginnt und so. Solche ganz unangenehmen Situationen gibt es in diesem Film auch. Aber das ist jetzt nicht so ein Film, der nun denkt, oh, was weiß ich, so wie MASH zum Beispiel sich über den Koreakrieg so ein bisschen lustig gemacht hat, sondern hier ist wirklich eindeutig auch die Satire im Vordergrund. Ich hätte mir an manchen Stellen auch hier ein bisschen mehr Schärfe gewünscht in der Satire, in der Darstellung oder vielleicht auch ein bisschen mehr Aussage, ein bisschen mehr Mut an manchen Stellen, wo ich denke, okay, jetzt ist einmal so die Rampe so sehr bereitet, jetzt hätte man auch wirklich den einen Schritt noch gehen können und das noch, dies oder jenes noch machen können. Aber ansonsten war das eine ziemlich großartige Mischung, wie man so ein Thema angehen kann. Nicht zu schwer, sondern wirklich so, dass es leicht genug ist, damit es verdaulich ist, dass man trotzdem teilweise lachen kann, wo man denkt, oh je, warum lache ich jetzt hier eigentlich? Das ist eigentlich nicht zum Lachen, aber es ist einfach so, ja, wenn man über diesen Stumpfsinn da einfach lacht, dann macht sich da schon viel Luft, sagen wir so, ja. Und ja, auf jeden Fall, ja. Es ist auf jeden Fall nicht so, wie man denkt. Ich hatte erst gedacht, ja, das hatte ich ja auch gehört, so dass das jüdische Mädchen versteckt ist. Da kann man denken, in welche Richtung das geht. Es ist überhaupt nicht so, wie man es vermutet, der ganze Film nicht. Also es nimmt immer irgendwelche Richtungen, wo man denkt, oh, okay. Eine Person hat mir nicht ganz so gefallen, das war Rebel Wilson. Wollte ich gerade sagen, die fand ich so herrlich überzeichnet. Also so richtig herrlich überzeichnet. Ich fand, die war so ein bisschen so ein Fremdkörper in dem Ganzen. Ja, aber das war, glaube ich, echt gewollt. Also, weil sie war eine der wenigen Frauen in dem Film. Oder sie war eigentlich, das komplette Gegenstück zu Scarlett Johansson. Und das fand ich, okay, also jetzt abgesehen von der von Elsa, der Versteckten. Okay, von dem her wenige Frauen. Aber das war einfach diese völlig überzogene Nazi-Frau, die da auch um ihre Position irgendwie kämpfen muss und das völlig, völlig übertrieben. Und ich fand das so witzig mit ihr. Also die Szenen mit ihr fand ich wirklich richtig, richtig cool. Auch ganz am Ende, als Yorkie, also Archie Yates, den besten Kumpel von Jojo, den ich übrigens auch toll fand.
Ach, war der süß. Ja, ja. Der war so richtig knuffig. Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause zu meiner Mom. Du hast eine Freundin. Ja. Ja. Ich lasse mich jetzt mal knuffeln. Ich dachte, ich bin dein bester Freund, bin nicht Hitler. Aber ja, so geil. Also Archie, richtig geil. Und auch dann so, hier, Archie, du wurdest befördert. Yorkie, du wurdest befördert. Hier ist eine Waffe. So, was? Oder auch, wo er den Raketenwerfer fallen lässt, der Yorkie. Aber auch großartige Szenen einfach. Ja, da waren ja dann schon noch ganz schöne Action-Szenen drin. Ja, auch nicht aber gedacht. Einfach, und deswegen fand ich Rebel Wilson, fand ich richtig cool, weil völlig überzeichnet. Aber konsequent völlig überzeichnet, Fräulein Rahm. Hatte irgendwie so ein bisschen Geschmäckle, fand ich. Aber na, okay. Aber ansonsten, ey, großartiger Film. Und fand ich auch gut, dass der mit nominiert war als bester Film, weil dadurch hat er auch eine größere Aufmerksamkeit, denke ich mal, bekommen, der Film. Und sollte man sich durchaus mal angucken. Hat auch eine gute Länge, ist jetzt nicht zu lang geraten oder so, wie ja häufig bei solchen Weltkriegssachen. Und ich weiß nicht, wer vielleicht sogar, weiß nicht, kannst du vielleicht als Lehrer, du machst jetzt zwar nicht Gesellschaftskunde in der Schule, also. Ich hab Gemeinschaftskunde. Ja? Achso, ja, natürlich. Ich hab Politik studiert. Du bist für mich der Mathelehrer. Ich häng's bloß nicht so raus. Das ist die Kunst, das so raushängen zu lassen. Das wäre für mich auch sowas, wo man sagt, das könnte man auch durchaus in der Schule mal zeigen, so als Diskussionsgrundlage oder so. Oder mit denen vielleicht mal. Ja, wobei. Oder was guckt man da heutzutage eigentlich in der Schule? Als Schulstoff? Also. Ich habe ja mit Schulklassen schon The Circle geschaut. Das war das mit den Social Media, ne? Mit den. Genau. Ja. Mit Emma Watson. Emma Watson. Genau. Weil der sehr, sehr cool ist, was das angeht. Also Tom Hanks, Emma Watson. Sind natürlich auch die Jugendlichen viel, viel näher dran an so einen Themen. Richtig, richtig. Und das andere, also ich wüsste jetzt aktuell nicht genau, wo ich Jojo Rabbit einsortieren sollte. Wenn dann vielleicht in Ethik beim Thema Schizophrenie oder so, weil da ist schon einiges drin. Ich denke, es ist ein Film, den man sich anschauen sollte, auch allein wegen dem Umgang mit dem ganzen Thema. Und da mal wirklich dieses, ja, da ist ja der Vorname auch so ein schönes Beispiel dafür, ne? Wie man solche Themen auch angehen kann. Und dass wir unsere Vergangenheit und so niemals vergessen dürfen, das ist vollkommen richtig, aber wir müssen aus der Vergangenheit lernen. Das ist noch viel wichtiger. Genau. Und auch die, ja, stand ja auch am Schluss noch eine Texteinblendung da und so, ne? Das fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, so von Taika Waititi, also das ist ja nur wirklich die hohe Kunst, so eine Satire, so eine überdrehte Satire, die nicht zu überdreht ist und die sich so einem ernsten Thema annimmt und das Ganze so ein bisschen so auf so eine Art, ne? Ah, das hätte ich nicht gedacht, dass er das so gut hinkriegt, ja. Also von mir 9,5 habe ich, glaube ich, gegeben. Ich habe ihm 9 gegeben. Ja, weil das ist so ein Film, den werde ich mir dann, glaube ich, auch auf Disc holen irgendwie und dann immer mal wieder gucken. Das ist, ja, sehr, sehr empfehlenswert. So, das mache ich gleich mal beim Movie Pilot. Den Schieberegler auch gleich mal rüber hier. So. Ich bin nämlich gerade auf der Seite. ja, cool. Also Jojo Rabbit, guck mal, dass ihr den noch im Kino erwischt oder so. Ansonsten, der läuft ja schon eine Weile. Vielleicht gibt es ihn dann demnächst im Heimkino. Und wir gehen mal weiter im Programm. Jetzt begeben wir uns dann in den Bereich Heimkino. Heimkino. Darf ich mal kurz Stuber machen, weil das noch am ehesten zu unserer Sneak passt? Oder wollt ihr irgendwie loslegen? Ja, mach ruhig. Okay. Also ich habe mal Stuber angeguckt, weil den hatte ich schon eine Weile hier offen gehabt und wollte den mal schauen. Und als wir jetzt am Montag den Film hatten mit Dave Bautista in der Sneak Preview, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, den mal zu sichten. Und habe mal die Rezensionsdisk hier mal reingehauen. Es spielt Kumail Nanjiani mit, die Hauptrolle. Der ist ein Uber-Fahrer. Den könnte man kennen aus der Serie Silicon Valley. Da hat er mitgespielt und war da auch schon sehr, sehr lustig. Dave Bautista spielt, wie gesagt, auch mit. Und das sind eigentlich so die beiden Hauptcharaktere. Es gibt noch etliche Nebencharaktere, die noch irgendwie eine Rolle spielen. Und Dave Bautista
lässt sich am Anfang des Films, also der ist Polizist irgendwie, Polizist, ja, Detective, genau, und der lässt sich am Anfang des Films die Augen lasern, weil er denkt, ah, jetzt ist hier erstmal nichts los und so. Da kann er mal irgendwie einen Tag freimachen und kann sich die Augen lasern lassen, und weil er kann dann, er kriegt dann gesagt, er kann an dem Tag nicht mehr richtig gucken, er muss da auch Sonnenbrille aufsetzen und so weiter, muss seine Augen da ein bisschen schonen und kriegt so ein Kärtchen mit, wenn er da die unterste Zeile lesen kann, dann ist er wieder hergestellt und kann wieder seinem Job nachgehen. Toll. Und ja, ist halt ambulant, wird das gemacht. Ich kenne auch jemanden, der hat sich die Augen lasern lassen. Das kannst du hier in Stuttgart machen lassen, gehst du nach Hause und ruhst dich einen Tag aus und am nächsten Tag kannst du wieder arbeiten. Das geht heutzutage ganz easy. Und ja, blöderweise nur, dass genau in dem Moment, wo er gerade fertig ist mit seinem Augenlasern, kriegt er einen Anruf, oh, jetzt passiert es gerade hier bei dem Fall, wo du jetzt seit Ewigkeiten dran bist und so. Da ist jetzt gerade die entscheidende Wendung und da passiert was. Und er muss halt gefahren werden und holt sich halt so ein Uber über die App. Und da ist eben Kumail Nanjiani, der Stu, der macht das nebenbei nur, und sein Chef, der arbeitet in so einem, ja, Sportartikelladen, aber wie es halt in den USA so ist, da gibt es ja alles drin, von der Waffe bis zum Schlauchboot, alles, ne? Also in so einem Laden arbeitet der, und sein Chef ist irgendwie ein totales Arschloch und er nennt ihn dann immer Stuber, weil er sich was nebenbei dazu verdienen muss und so weiter. Und selbst sein Chef lässt sich manchmal von ihm rumkutschieren, holt ihn als Uber-Fahrer, um sich da irgendwie lustig zu machen und so. Und der Stu, der wird halt von dem Detective Vic, gespielt von Dave Bautista, angeheuert und muss dann halt an die diversen Plätze fahren, wo Dave Bautista irgendwo aufräumt, muss teilweise auch mithelfen, kommt in Schusswechsel rein, muss Sachen werfen, und er ist halt eigentlich der totale Nerd und sowas, hat noch nie irgendwie eine Waffe in der Hand gehabt und muss dann ihn halt so ein bisschen unterstützen. So, und ich mach's kurz. Hat mir nicht ganz so gut gefallen wie dieser Spionfilm, den wir in der Sneak hatten. Was auch daran liegt, dass der Film sehr unausgewogen ist. Er ist zum einen ultra brutal am Anfang, wo ich dachte, boah, also das kannst du auf keinen Fall irgendwie Kindern zeigen, und das soll eine lustige Komödie sein, wenn die so heftig beginnt. Also gerade so dieses erste Schusswechsel, und später gibt es dann auch noch ein paar üble Sachen, wo man denkt, boah, okay. Und das Ganze, ja, dann so ein bisschen klamottig und so, ganz, ganz witzige Sachen, sehr viel rassistische Sachen, weil das eben so ein Inder ist, und gibt es noch ein paar andere Themen. Und es ist ein nettes Komödchen, was man vielleicht mal gucken kann. Aber ja, wirklich kann man vielleicht auf Sky mal gucken. Also ins Kino oder so sollte man vielleicht dafür nicht gehen. Läuft ja eh nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob ich die Blu-ray dann kaufen würde davon, jetzt nachdem ich den gesehen habe. Ich glaube, der Wiederschauwert ist eher gering bei mir von diesem Film. Selbst für Dave Bautista-Fans, ja, ich weiß nicht, wenn jemand seinen Katalog vervollständigen will, dann muss er den halt kaufen, den Film. Aber ansonsten, also von mir bekommt er 4 von 10. So, das war ja. Stuber. So, wer möchte jetzt von euch weitermachen? Kate, fange an mit Parasite. Ja, Kate hat doch gar nichts groß gesagt. Deswegen. Ja, ich bin auch nicht gesprächig heute. Ich habe Parasite geguckt, beziehungsweise der Chris hat ihn auf Amazon gekauft, weil er ihn so toll fand. Und ich habe mir den dann gestern angeschaut. Und auf Deutsch? Auf Deutsch? Meine Güte, der ist lang. Ja, natürlich auf Deutsch. Ja, ich habe koreanisch geguckt. Mein Screener, den ich von der Firma bekommen hatte, der war auf Koreanisch mit deutschen Untertiteln. Nee, ich habe in deutsche Synchro geguckt, die nicht schlecht ist, die Synchro. Also, ja. Er ist sehr lang. Er ist sehr koreanisch. Er ist sehr strange. Er hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, wie ich gehofft habe. Aber er war gut. Meine Frage, wo hast du den geschaut? Hast du den auf dem Rechner oder auf dem Fernseher geschaut? Auf dem Fernseher. Okay. Weil das wundert mich eigentlich, weil mich haben eigentlich so die Art wieder gedreht, dass dachte ich, boah, was für geile Einstellung. Also wenn das Haus, das ist ja quasi fast ein eigener Darsteller an sich, dieses Haus, wo ich gelesen habe, dass sie das extra gebaut haben für den Film. Grundsätzlich, ja, ich bin aktuell eher so bei der Story, dass sie mich nicht gefesselt hat. Also ich fand es schon krass, und ich fand auch die Darstellung krass, wie die
wie die ursprünglich, also die Familie, die sich da quasi so nach und nach in diese andere Familie reinschleicht, wie die leben und unter welchen Bedingungen die leben und als dann dieses Unwetter kommt und so und dann alles unter Wasser steht und so. Das fand ich schon schlimm zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich sowas einfach nicht gesehen habe, als wir in Südkorea waren, aber mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass das so auch so ganz, ganz krasse Slums oder so, wie sagt man dazu, Ghettos gibt. Vielleicht waren wir einfach zu sehr in den guten Gegenden unterwegs. Ja, waren wir. Ja, ich glaube schon. Also das fand ich dann schon sehr erschreckend. Und ich fand halt auch diesen Unterschied zwischen reich und arm extrem krass. Also das wird ja so dargestellt, als gäbe es gar keine Mittelschicht und du bist halt entweder hopp oder top. Und wenn du eben unten bist, dann musst du halt mit allem rechnen und alles Mögliche anstellen. Wobei ich die Art und Weise, wie die Familie da gehandhabt hat, hat auch sehr krass fand. Also die waren ja wirklich nur auf ihr eigenes Wohl bedacht und wollten da rauskommen und haben gar nicht überlegt, was sie damit anstellen. Ich meine, ich weiß nicht, die hatten irgendwie alle vier einen Hau weg, keine Ahnung. Ich fand es extrem die haben gut. Alle einen Hau weg dort. Ja, na, ich fand diese Familie so krass. Also der Sohn, der Englischlehrer quasi, der war ja noch am normalsten von allen. Aber die anderen drei, die hatten doch voll einer eine Haubitze. Also ich weiß nicht, also ich kann den Film überhaupt nicht so wirklich einschätzen. Also ich fand ihn gut, ich fand ihn erschreckend, ich fand ihn lang. Ich glaube, die eine oder andere Szene weniger hätte auch gut getan. Du hast vollkommen recht, das Haus war der Wahnsinn. Also das mit diesem und Keller in Keller und oben noch hoch. Also es war ein Riesenhaus mit diesem wunderschönen Garten und diese großen Fensterfront und so. Vollkommen recht, haben wirklich geiles Setting. Aber ansonsten ist sehr strange. Ich glaube, das ist halt die koreanische Art. Ich meine, Train to Busan, den wir gesehen haben, der war ja auch schon ein bisschen stranger als alle anderen Filme, die wir so kennen. Aber ich glaube, das ist die koreanische Art. Und dafür ist der Film gut. Also ich finde, er hat auch seine Preise verdient, die er gekriegt hat. Absolut. Bin voll dabei. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt ein Film ist, den ich mir ins Regal stelle und immer wieder angucke. Ja, der Film. Also es ist nicht nur die koreanische Art, also es gibt viele andere koreanische Filme, die nicht so, aber es ist halt speziell dieser Regisseur, der auch so ein bisschen eine eigene Sprache hat. Ich finde, was der Film halt, ist ja schon eine Weile her, dass ich den jetzt gesehen habe, was der halt irgendwie so genial macht, weshalb der auch wahrscheinlich diesen internationalen Ruhm bekommen hat, zu Recht, ist einfach, dass du eigentlich keine Person hast, mit dem du irgendwie mitfieberst, ja. Weil selbst die quasi aus der Gosse kommen, die sind ja eigentlich die üblen Verbrecher und die anderen, das ist so, diese Reichen, die sind auch irgendwie blöd und irgendwie, du findest eigentlich die ganze Zeit niemanden, wo du denkst, ah, okay, zu dem halte ich jetzt mal oder irgendwie sowas. Sondern es ist irgendwie so eine, du hängst da so zwischen den Welten, so in der Luft, du weißt nicht zu wem und wohin schlägt das jetzt. Nicht mal zu den Kindern. Ja, genau. Also ja. Wohin schlägt das Pendel jetzt, in welche Richtung und also das ist irgendwie ganz, so ein ganz komischer Film so. Und das macht ihn halt so besonders, finde ich. Also, ja. Ich sage eigentlich, ich spreche ihm ja keinerlei Titel ab. Also ich finde, er hat seine Titel verdient, er hat auch seine Oscars verdient. Allein, dass du das mal so schauspielerst, ist halt auch krass, ne? Aber ich weiß nicht, ob es jetzt für mich der Film des Jahres wäre. Also ich betrachte es ja immer so ein bisschen. Ich finde ihn sehr gut, aber. In der Richtung, wie sehr mich so ein Film irgendwie bewegt hat und wie oft ich da nochmal drüber nachdenke, weil wir gucken ja ziemlich viel. Und bei Parasite, der hat durchaus Eindruck hinterlassen, fand ich. Also, das wird dir vielleicht auch nochmal so gehen, dass dir irgendwie in ein paar Wochen fällt dir nochmal das eine oder andere ein oder
du hörst oder liest mal von irgendwas, wo du denkst, boah, das ist ja wie bei Parasite oder irgendwie, da kommt das wieder. Ja, also das fand ich schon extrem gut gemacht. Ich freue mich dann auch drauf, wenn ich den nochmal sehen kann, wenn dann meine Blu-ray ankommen. Weil ich habe den ja nur auf Koreanisch, das war schon sehr anstrengend, weil du konntest nicht so richtig oben aufs Bild gucken, weil du musstest immer mitlesen, weil der Chris sagt so, oh, das sind nicht viele Dialoge. Da, irgendwie deutlich mehr als du noch in Erinnerung hattest, wenn ich das gesagt habe. Ich musste schon bei manchen Szenen sehr häufig mitlesen und da konnte ich halt gerade nicht die. Und ich konnte es ja nur am Computer gucken, diesen Screener, weil das ist ja, musst du im Browser gucken, wenn du da so authentifiziert wirst. Ich konnte es halt nicht auf dem großen Bildschirm gucken. Da freue ich mich dann eigentlich drauf, wenn ich das nochmal gucken kann. Ja. Was gibt es so punktemäßig? Ich tue mich da echt schwer. Ich glaube so 7,5. Okay. 7,5? Kann ich halbe Punkte vergeben? Klar. Ja, 7,5. Okay, ist eingeloggt. Sehr schön. Chris, du hast noch eingeguckt. John Wick 8 sehe ich hier. Ist halt ganz neuer. Nein. Oh Gott, ja guck, da geht's, wenn du die 3 vergisst und hinten die Punkte schon hinschreibst. Schön, dass du meine Punkte verraten hast. Vielen Dank, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Ach so, ja. Können wir ja alles nicht rausschneiden, weißt du? Kann ja, ich, live kann und ich raus, rauspiepsen. Ich hab's rausgepiepst. Stell dir das rausgepiepst vor und mach einfach weiter. Nein, ich will das aber gar nicht. Ach so. ja, ich habe die Woche tatsächlich genutzt, um nicht nur Jojo Rabbit zu sehen und die Sneak zu sehen, sondern auch noch endlich John Wick 3 nachzuholen, der mir jetzt schon eine ganze Weile gefehlt hat. Du hast ihn schon besprochen mal hier, Erik, in einer der vergangenen Folgen, deswegen muss ich nicht mehr, glaube ich, groß drauf eingehen. Nur so viel, ich fand ihn mega cool. Ja, das ist echt lustig. Schande. Was für ein... Also ich habe zwischenzeitlich während dem Film kurz überlegt, wie geil wäre das, wenn der auch so in einem One-Shot gedreht gewesen wäre. Boah, das kannst du ja gar nicht machen. Ja, das richtig, aber das wäre für mich die ganz große Herausforderung da gewesen. also der Bodycount, den habe ich auch wieder mitgemacht teilweise. Herrlich, setzt ja direkt an nach dem zweiten, also nach dem ersten, zweiten geht eigentlich direkt so weiter, kann man mal echt so ein Triple-Feature machen. Ich bin mal auf den vierten gespannt. Weißt du, wie hoch der Bodycount ist? Nee, wie hoch ist er? 299. Ja, sehr geil. Also wie gesagt, ich fand's schon, das ist so eine ganz eigene Welt. Dieses John Wick-Ding ist so ein ganz eigenes Ding und funktioniert in Teil 3 richtig, richtig, richtig cool. Also, kriegt der so da nur noch seinen Hund? Ja klar, es geht immer noch um den Hund. Und das ist auch durchaus eine legitime Sache. Seth ist ja auch ganz dabei. Mehrfach die Frage kam ja, und das alles wegen dem Hund, und er guckt nur so, ja? Deswegen, natürlich. Sehr geil. Ach nee, 164 sind gestorben. 299 war insgesamt von der John Wick-Reihe. Ah ja, okay. Nee, also, wie gesagt, sehr, sehr cool. Da gibt es nämlich ein Video auf YouTube. Watch all 164 people died in John Wick 3 in 2 minutes. Ist schön, dass du die Zahlen nicht mit übersetzt hast. Okay. Ja. 164. Ja. Genau. Also, hat echt Spaß gemacht. Den kann man sich echt mal anschauen, wenn man so ein bisschen... Kopf ausschalten möchte und gut ist. Mir hat er gefallen. Ich gebe ihm, wie schon eventuell rausgepiepst, 8 von 10 Punkten, weil ich ihn einfach cool fand. Okay, John Wick 3, sehr empfehlenswert. Wo hast du den? Läuft der schon auf Sky oder hast du den? Der läuft auf Amazon Prime. Amazon. Ach so, ist in der Flatrate verfügbar, oder? Ist in der Flatrate verfügbar, ja. Na dann spielt er nicht, gibt es ja keinen Grund mehr, den nicht zu gucken, ne? Eben. So, also wer ihn noch nicht kennt, FSK 18 auch, Uncut oder? Ja, nehme ich an. Frag mich doch was Leichteres, ey. Okay, ich sehe, du hast den auch geguckt. Ja. Nachdem du ja gesagt hattest, dass es den Film auf Netflix auch gibt, nämlich Systemsprenger. Der Film, der letztes Jahr auf der Berlinale ziemlich abgeräumt hat. Und den ich da eigentlich sehen wollte. Es gab ja auch Diskussionen, ob man den ins Oscar-Rennen schickt für Deutschland. Habe ich jetzt auch mal nachgeholt. Und ich hatte eine Rezensionsdisk, du hattest das Netflix-Angebot. Ja, ich hab's genetflixt. Und in dem Film geht es mehr oder weniger um ein Kind und die Probleme, die das Kind verursacht. Es geht um die 9-jährige Bernadette, gespielt von Helena Zengel. Sie wird Benny genannt
Und sie kommt immer in diverse Pflegefamilien und dann gibt es auch mal so Pflege, weiß nicht, so Pflegeheime oder so WGs oder sowas, wo verschiedene. Betreutes Wohnen, ja, oder so Wohngruppe. Ja, wo verschiedene Pflegekinder da wohnen und weil sie halt immer so ein Problem hat, sie immer mal austickt, plötzlich völlige Gewaltexzesse hat und dann auch immer wieder davonläuft, wenn ihr irgendwas nicht passt, wird sie halt immer so durchgereicht, weil irgendwie kommt nach und nach immer mal jemand mit ihr nicht mehr klar, sodass teilweise schon so ist, dass sie schon wieder in irgendwelche Pflegeeinrichtungen kommt, wo sie vor Jahren irgendwie schon mal war. Und wir erfahren dann halt auch nach und nach zum einen so ein bisschen teilweise, warum sie so geworden ist. Also wir können es nur erahnen, ja, was da vielleicht in der Familie vorgefallen ist. Auch so, ja, so verschiedene Entwicklungsschritte, die dann getroffen werden, zum Beispiel von irgendwelchen Betreuern, die sagen, okay, wir probieren jetzt mal was aus mit ihr, zum Beispiel mal eine Woche im Wald oder so. Er hat da so ein Häuschen, wo sie wirklich mal fernab von irgendwelchen anderen Einflüssen ist, dass sie mal wieder ein bisschen runterkommt und also solche Sachen, wo man immer auch wieder Hoffnung schöpft, dass es vielleicht wieder besser wird mit ihr, dass sie vielleicht irgendwie integrierbar ist in die Gesellschaft, denn der Film heißt ja nicht umsonst Systemsprenger, weil sie eben die, ja, das System quasi auseinandersprengt, ja, also sie ist halt nicht integrierbar, sie fällt halt immer wieder raus und das System, eben Systempflegefamilien und Betreuer und sowas schaffen es einfach nicht, sie irgendwo zu integrieren, dass sie vielleicht irgendwo adoptiert werden kann oder dass vielleicht ihre Mutter sie wieder aufnimmt. Ja, das ist halt auch immer wieder so ein Thema. Und der Film ist definitiv kein leichter Stoff. Also das ist kein John Wick 3 oder so. Das ist kein Feel-Good-Movie. Definitiv auch kein Feel-Good-Movie, aber ich habe auch noch nie so einen Film gesehen, muss ich sagen. Also der so an die Substanz geht und so, also wo wirklich, wo irgendwie gefühlt hat, funktioniert gar nichts. Ja, also es ist immer wieder, es wird wieder was versucht und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und dies und das und man schöpft dann Hoffnung und es geht dann auch wieder schief oder, also, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Oh, ziemlich genauso. Also ich, vielleicht ist es genau der Sinn des Filmes, das darauf zu zeigen, dass halt nicht immer alles heile Welt ist und jedes Kind, was mit Problemen kämpft und irgendwie in ein Heim steckt, zum Schluss ein glückliches Familienleben hat, dass alles gut wird. Vielleicht ist es genau das, was der Film aufzeigen soll, dass es eben nicht so ist. Ich fand den Film auch wieder hier sehr lang. Der Chris war zwischenzeitlich mal kurz im Wohnzimmer und hat mir irgendwas gesagt. Und dann habe ich kurz Pause gemacht und habe festgestellt, der geht erst 40 Minuten. Und ich so, boah, puh, okay, da geht noch eine Weile. Ich weiß nicht genau, wie ich den Film einsortieren soll, weil einerseits verstehe ich die Helfer, also die Sozialpädagogen, die Ärzte und so, die verstehe ich alle. Die wollen ihr alle helfen und kommen irgendwann an ihre Grenzen. Aber ich verstehe auch sie teilweise, also die Benny, die aus dem Ganzen ausbrechen will und eigentlich immer nur enttäuscht wird. Und dann eben ihre Aggressionen und den Grund für ihre Aggressionen kann ich auch nachvollziehen. Also wenn mir als Kind sowas passiert wäre, wäre ich, glaube ich, auch nicht ganz normal in der Birne geworden. Und andererseits, sie ist auch so extrem selbstzerstörerisch. Ja, also sie hat bis von oben bis unten übersät blauen Flecken, weil sie sich teilweise selber schlägt, weil sie sich mit anderen mit Absicht prügelt, also sie richtig Streit anfängt und sie auch immer wieder so, weiß ich nicht, so Austicker hat, wo sie wild um sich schlägt und andererseits wird sie aber meiner Meinung nach, also das ist jetzt einfach nur eine reine subjektive Meinung, auch nicht richtig behandelt. Also sie wird halt im Krankenhaus in einem ruhigen Raum gesperrt, wo sie sich abregen soll und im nächsten Moment wird sie aber wieder entlassen in das Umfeld, wo sie quasi so dahin gebracht hat. Die anderen Kinder, die sie ärgern, und gleichzeitig soll sie aber ruhig bleiben. Also
Statt sie einfach wirklich mal zu therapieren, also bös gesagt, ja. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da mal ein Therapeut mit ihr geredet hat, über all das, was mit ihr in ihrer Kindheit passiert ist. Ich glaube ja, dass sie gar keine Therapie bräuchte. Weil ich weiß es nicht. Eigentlich was bräuchte sie denn? Eigentlich bräuchte ihre Mutter die Therapie oder ja, die Unterstützung. So. Weil die hat einfach etliche falsche Entscheidungen getroffen und fühlt sich halt auch irgendwie nicht so gewachsen. Und man sieht ja deutlich, dass sie eigentlich, sie will ja die ganze Zeit irgendwie zu ihrer Mutter zurück. Und dass dieses eben, dieses Vorenthalten, dass sie da eben nicht zu ihrer Mutter kann, dass sie das Gefühl hat, dass die Mutter sie quasi ausgestoßen hat oder ja, sie hasst, sagt sie auch manchmal. Dass das eigentlich dazu führt, zu ihren Verhaltensweisen. Ich glaube, wenn sie wieder zu ihrer Mutter könnte und stattdessen die Mutter die Unterstützung bekommen könnte, ja, dann wäre ihr sehr viel mehr geholfen als jetzt die ganze Tour durch die Einrichtung. Weiß ich nicht, weil es gibt ja auch diese Szenen, wo sie mit ihrer Mutter zusammen ist und trotzdem komplett ausrastet. Nicht mal im bösen Sinne ausrastet, sondern total over the top ist. Die Mutter muss unterstützt werden. Man darf nicht das Kind. Ich keine Ahnung, ich bin keine Sozialpädagogin, ich kenne mich nicht aus, aber ich fand diesen Film extrem anstrengend und das Ende hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht und ich kann nicht sagen, dass mir der Film gefallen hat, weil mir das Thema nicht gefällt. Ja. Ja, das Thema gefällt ja deswegen nicht, weil es ein sehr unangenehmes Thema ist. Aber ja, trotzdem klar, natürlich. Ein extrem sehenswerter Film, finde ich. Also ich werde den auch nur einmal gucken, das reicht mir. Ich werde den nicht nochmal gucken, definitiv nicht. Aber ich fand den trotzdem extrem sehenswert, aber halt sehr, sehr schwerer Tobak, starker Tobak, der Film. Und, also ich glaube, der Chris dreht durch, der ist am Anfang schon bei dem Film durchgedreht. Ich sagte, er soll jetzt mal ruhig sein und mir den Film nicht versauen. Nach den ersten 5 Minuten. Es war auch nicht böse gemeint, Chris, aber ich weiß, dass das innerlich hochkocht. Ich bin ja auch kein Sozialpädagoge, um Gottes Willen, aber ich habe auch ein eher anspruchsvolles Umfeld bei mir an der Schule. Und wenn ich da schon die Sachen sehe, die jetzt dort am Anfang in dem Film schon abliefen, also das ist so hanebüchen teilweise, da kotzt mir die Seele einfach innerlich. Weil zu einem Kind zu sagen, ey, jetzt beruhig dich doch mal, jetzt sei doch mal ruhig, jetzt komm doch mal runter, uns auch noch festzuhalten, am besten anzuschreien, ey, überleg mal jeder für sich, wenn man auf 180 ist und es kommt jemand und hält einen fest und sagt, aber jetzt bist du mal ruhig. Never ever. Wenn ich wütend bin, will ich ja auch nicht hören, dass ich mich jetzt nicht so reinsteigern soll. Das ist ja genau das Gleiche. Das Bild, was wir da sehr gerne benutzen, ist, was wir auch schon gemacht haben, wirklich gemacht haben, auch mit Lehrern gemacht haben. Wir haben eine Flasche Cola genommen, eine 0,5 Liter Flasche Cola, reicht vollkommen aus, die kräftig geschüttelt und auf die Mitte vom Tisch gestellt und gesagt, so, wer von euch macht sie auf? Will nämlich keiner. Aber Kinder müssen funktionieren und Kinder sollen so funktionieren. Von diesem Denken müssen wir als Gesellschaft auch mal komplett runterkommen und wegkommen. Dass es ist wie früher, dass man einfach dann auch mal das Kind herklatscht, wenn es nicht funktioniert. Ja, das ist aber jetzt ein bisschen hart gesagt, weil die gute Benny in dem Film auch ein absoluter Härtefall ist. Ja? Also die stirbt lieber draußen im Wald, als sich was sagen zu lassen. Ja, das soll draußen im Wald sterben. Nein, das ist jetzt gemein, ich weiß. Und wahrscheinlich nein, aber es ist Film so, also sie ist halt gesehen. Ein extremer Härtefall. Ne? Also ja, aber dann ist auch wieder die Frage, warum wurde sie zu einem Härtefall? Wie kam es überhaupt so weit? Na, das wurde ja im Film erklärt, aber das sage ich dir jetzt nicht. So. Nein, ich meine ja, das ist wieder dieses genau, das wurde, dieses, was hinten dran wurde mit erwähnt. Und deswegen, da sollte man eigentlich ansetzen, finde ich jetzt. Ja. Aber darüber zu diskutieren. Mit Sicherheit sind da von den Sozialmitarbeitern auch viele Fehler gemacht worden. Klar, das ist ja wird ja auch nicht in Abrede gestellt, dass da irgendwie jemand da die falschen Entscheidungen trifft bei ihr. Das Problem ist halt, dass sie da in dem System ist, wo sie eigentlich, wenn man ihre Mutter unterstützen würde, wo sie bei ihrer Mutter zu Hause bleibt, die ja auch zwei andere Kinder hat, die ja, dann wäre es wahrscheinlich, bräuchte sie gar nicht so in diesem ganzen System da zu landen und von einer Familie zur nächsten und so weiter. Naja, schwerer Film auf jeden Fall, aber jetzt, wenn er auf Netflix verfügbar ist, vielleicht haben die noch ein paar andere gesehen. Kate, was gibst du für eine Wertung? Ich tue mich echt schwer mal wieder. Warum habe ich heute so schwierige Filme? Ja, dann guck doch mal John Wick 3. Was? Wie viel gibst ich habe 7,5. Hey, so weit bin ich nicht. Ich gebe mir wahrscheinlich 6. Okay. Allein, also auch wegen der schauspielerischen Leistung. Also das,
Ich glaube, das war ein irrsinniger Spaß, dieses Kind so zu spielen, teilweise. Meinst Also du? so Ich die glaube, das war kein Spaß. rumschreien und Zeug durch die Gegend werfen. Ich glaube, das fand die ganz cool, oder? Meinst du? Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich Ich glaube, ein weiß bisschen nicht. schon. Ich weiß nicht. Ach, so ein bisschen schon, oder? Ja. Okay, dann sind wir mit den Filmen durch, die wir so gesehen haben. Dann gucken wir mal, was wir uns in der nächsten Woche angucken. Kinocharts und Neustarts. Ja, wir müssen immer noch die Charts von komplett Deutschland nehmen, aber wir sind auf einem guten Weg, dass wir die von Stuttgart wieder bekommen. Platz 10 in Deutschland ist Little Woman. Platz 9, Enkel für Anfänger. Platz 8, Countdown. Hält sich lange. Platz 7, die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Habe ich eigentlich darüber schon gesprochen? Habe ich auch gesehen. Was? Nein, hast du noch nicht. Echt? Das fällt mir jetzt gerade Nee, hast du auf. vergessen. Siehst du mal. Habe ich irgendwie nicht ins Dokument geschrieben. Platz 6, 1917. Platz 5, heute, nee, gestern von mir angeguckt, Parasite. Platz 4, Birds of Prey. Platz 3, Bad Boys for Life. Platz 2, Nightlife. Und auf Platz 1, Sonic the Hedgehog. Hey. Hedgehog. Und was läuft denn jetzt so in dieser Woche an? Ab dem 5.3. dann, ne? 5.3., jawohl. Ja. Donnerstag, 5.3. Läuft an. Die Känguru-Chroniken. Ja! Wer hätte das gedacht? Verfilmung der aberwitzigen Alltagsgeschichten des Kleinkünstlers Mark-Uwe Kling, der in seiner Kreuzberger WG mit einem kommunistischen Känguru zusammenlebt. Es läuft auch noch an. Ja, vielleicht kriegen wir ja sogar einen Sneak, hat ja jemand getippt. Es läuft auch noch an. Bloodshot mit Vin Diesel und Guy Pearce. Das eigentlich Und Isa Gonzales. Hallo? Perfekte Leben des erfolgreichen Marines Ray Garrison wird von heute auf morgen wie aus dem Nichts zerstört. Er und seine geliebte Ehefrau werden brutal ermordet. Einer Gruppe ehrgeiziger Militärwissenschaftler um Dr. Emil Harting, gespielt von Guy Pearce, gelingt es aber, Garrison von den Toten zurückzuholen. Bestimmt so eine Ja. Comicverfilmung, oder? Sieht gar nicht so schlecht aus, auf jeden Fall. Also, ich habe da schon einen Trailer gesehen, deswegen sieht es gar nicht so schlecht aus. Dann läuft noch an: Onward, keine halben Sachen. Animationsfilm über zwei Elfenbrüder, die auf einen abenteuerlichen Roadtrip gehen und mit Hilfe von Magie ihren Vater aus dem Totenreich zurückholen wollen. Ist ein Disney-Pixar-Film. Ja, das und der erste Disney-Pixar-Film jetzt ohne den ehemaligen Disney-Chef, ne? Mal gucken. Ja, also Ja. ich bin mir nicht ganz so sicher da bei dem Film. Also das ist jetzt irgendwie Trailer und Poster und normalerweise habe ich ja immer so ein bisschen hier, wenn halt die Kinder irgendwie ankommen und sie wollen das irgendwas sehen, weil sie davon gehört haben oder so, war jetzt hier null, gar nicht. Also normalerweise, wenn jetzt hier irgendwas kommt, was Neues, irgendwelche Animationsfilme, dann hört man da doch das eine oder andere Mal hier, so ich will mal ins Kino, aber hier gar nicht. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Tja. Also ich habe auch keine Werbung großartig gesehen. Habt ihr da irgendwie Doch, das schon. Fernsehen in irgendwelchen Sendern oder sowas? Ne, Fernsehen, keine Ahnung. Im Kino So. stehen Auch Aufsteller kein rum und primär Fernsehen. Blumen. Nee, ich meine jetzt hier, der Kleine guckt ganz gerne so Disney-Kanal und sowas. Da ist manchmal, kommt halt so Werbung für den Film, aber hier auch gar nicht. Okay, machen wir weiter. Die Farbe aus dem All, neuer Film mit Nicolas Cage. Auf einer abgelegenen Farm in New England wollen Nathan und Theresa Gardner dem Trubel des 21. Jahrhunderts entkommen. Mit dem Umzug und dem Aufbau eines neuen Lebens haben sie bereits alle Hände voll zu tun. Doch dann stürzt auch noch ein Meteorit auf ihrem Grundstück ab. Oh. Oh. Okay. Oh. Dann startet noch Ip Man 4. Also ich habe das extra sagen lassen, dass es wirklich Ip Man heißt und nicht IP Man. Ja, Ip Man. Ip Man. Ip Man. Ja. Ip Man. Ip Man 4, The Final. In seinem vierten und letzten Kampfkunstabenteuer reist Wing Chun Meister Ip Man in die USA, um seinen Schüler Bruce Lee zu Hilfe zu eilen. Ja, du gute Güte. Soll extrem gut sein, der vierte Tja. Teil. Ich habe ja die vorhergehenden schon gesehen. Fand ich auch ziemlich gut. Martial Arts, Action und so. Okay. Extrem geil gemacht. Also ohne viel Schnicki-Schnacki, da irgendwelche Spezialeffekte oder so, sondern einfach ruckzuck ist die Fresse dick. Emma läuft noch an. Das ist doch hier eine Jane Austen-Verfilmung, oder? Ja. Bestimmt. Emma lebt im verschlafenen englischen Ort des frühen 19. Jahrhunderts. Ja, das klingt sehr nach Jane Austen. Wo sie die bessere Gesellschaft anführt. Sie ist unfassbar charmant, sehr stilbewusst, total lustig und eine exzellente Klavierspielerin.
Ja, kein Mann ist gut genug für Emma. Gespielt von Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn mit dabei, Josh O'Connor. Ja. Okay. La Vérité, Leben und Lügen lassen. Das ist der erste französische Film des japanischen Regiemeisters Hirokazu Kore-eda, in dem sich eine Mutter und eine Tochter nach Jahren wieder treffen. Oh, Catherine Deneuve, Juliette Binoche und Ethan Hawke. Ist nicht schlecht, ey. Gute Besetzung. Ja, gut besetzt. Ja. Für Summer. Ne, ist eine Dokumentation. Überspringen wir mal. Kahlschlag. Die beiden Freunde Martin und Erik verbringen an einem Waldsee ein ruhiges Wochenende und wollen dort angeln. Genauso wie die beiden es schon in der Kindheit gemacht haben. Schon damals, vor 20 Jahren, waren sie in dasselbe Mädchen verliebt. Für Martin ist aus der... Da muss doch irgendwas passieren. Ist doch keine Story. Da muss doch auch noch was passieren. Naja, wegen Zelten und Angeln. Für Martin ist aus der Schwärmerei in der Zwischenzeit die große Liebe geworden, denn mit Frenny lebt er in einem kleinen Haus auf dem Hof seiner Eltern. Mit Erik haben sie schon lange keinen Kontakt mehr. Eines Tages steht er auf einmal vor der Tür und will Martin bei dem Angelausflug an den Stausee nun mit allem Ungesagten konfrontieren, was ihm schon seit Jahren auf der Seele liegt. Für Martin wird das kein leichter Ausflug, denn während sich die Situation zwischen den beiden ehemaligen Freunden weiter zuspitzt, erkennt er auch, wie sehr er seinen besten Freund damals verletzt hatte. Oh. Also ich hab das meinem Kumpel damals in der Schule nicht so übel genommen, dass er... Ja, der Erik, du. So, was haben wir noch? Puh. Ich muss gerade noch gucken. Ich glaub, ein Animationsfilm, Away, vom Finden des Glücks. Bad Boy. Bad Boy ist da was für dich. Bad Boy. Ein russischer Film. Ja, ein russischer Actionfilm. Frauen lieben Bad Boys, steht auf dem Plakat drauf. Er ist ein Bad Boy. Ja, und du bist ein, ja, egal. Piotr. Nee, aber ansonsten. Piotr und Pavel. Ist das überhaupt russisch oder ist das? Antoni Polen, Entschuldigung, es ist polnisch. Polnisch. Ja, aber ansonsten. Der Krieg in mir noch. Was kann der noch? Filme machen Sebastian Heinzel seit einer Zeit. Ja, aber es ist ein Kriegsfilm-Doku. Achso, Doku, okay. Ja. Ne, Doku. Drama Paris Kalligramm noch. Aber ich glaube, der startet bei uns nicht. Okay, dann haben wir das soweit durch. Mal gucken, was da Neues auf Disc gibt für die in der nächsten Woche. Das startet ja, oder gibt es neu ab dem 5.3. Manche haben es schon ausgeliefert bekommen, auch Parasite tatsächlich in diversen Versionen bis hin zu Ultimate Edition 4K Ultra HD, sonst was alles. Uhu. So arg. Wer braucht das denn Ultra-Dingsbums HD? Machst du nicht weiter? Okay, dann mach ich. Soll ich noch weiter? Ich überlege gerade noch, wo das wie und was. Und aber. Wer nimmt den Hund? Eine Komödie mit Ulrich Tukur und Martina Gedeck. Genau, der hat irgendwie eine Affäre mit seiner Doktorandin Laura und dann trennt sich das Paar und dann stellt sich halt die Frage, und wer nimmt den Hund? Ich glaube, du musst nochmal weitermachen. Ich komme nicht mehr auf die Seite. Okay, dann Get Lucky. Sex verändert alles. 6 Teenager erleben turbulente Ferien am Meer mit viel Sonne und Strand. Untergebracht sind sie bei Ellen, der Tante von 2 Teenagern. Im Laufe des Sommers ist dann nicht nur die coole Tante gefragt. Als Sexualberaterin antwortet sie auch auf Fragen, die ein Jugendlicher seinen Eltern wohl eher nicht stellen würde. Einige von ihnen erleben in diesem Sommer ihre erste Liebe, den ersten Sex und was dabei alles so schief laufen kann. Okay. Klingt so nach La Boom, die Fede. So, jetzt bin ich da. Paulina Rudzinski spielt auch noch mit. Die spielt wohl die Tante oder was? Ist das ein deutscher Film eigentlich? Ich weiß nicht. Ja, wenn Paulina mitspielt, ist es ein deutscher Film. So, dann kannst du ja den letzten noch machen. Soll ich nicht Porträt einer jungen Frau in Flammen machen? Das ist doch der letzte. Nee, da steht doch zwischen uns die Mauer. Den habe ich bei mir zum Beispiel nicht. Wann startet der denn bei dir? Auch am 6.3. auf DVD. Okay. Auf DVD? Also ich habe hier Porträt einer jungen Frau in Flammen. Drama, Historienfilm, Romanze. Oh je, Mini. Worum geht's? Es ist ein ungewöhnlicher Auftrag für die Pariser. Worum geht's denn jetzt hier? Das klingt schon so arthausig. Worum geht's denn jetzt hier? Ja. Pariser Malerin Marianne Noémie Marchand im Jahr 1770 auf einer einsamen Insel an der Küste der Bretagne. Sie soll heimlich ein Gemälde von Héloïse Adèle Anel anfertigen,
die gerade eine Klosterschule für junge, adelige Frauen verlassen hat und bald verheiratet werden soll. Denn Eloise weigert sich, Model zu sitzen, um gegen die von ihrer Mutter Valeria Golino arrangierte Ehe zu protestieren. Sie beobachtet Marianne Eloise während ihrer Spaziergänge an der Küste und malt abends aus dem Gedächtnis heraus ihr Porträt. Langsam wächst zwischen den eindringlichen Blicken eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Oh, ja. L'amour toujours. Und dann kommt noch hier zwischen uns die Mauer. Es ist 1986. Die 17-jährige Anna Lea Freund aus der westdeutschen Provinz fährt mit einer Jugendgruppe zum Begegnungstreffen nach Ost-Berlin. Dort lernt sie den rebellischen Pfarrerssohn Philipp Tim Bülow kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Sie ist ein Good Girl. Er ist ein Bad Boy. Doch die schwer verliebten Teenager aus Ost und West werden getrennt durch die scharf bewachte deutsch-deutsche Grenze. Nicht nur die Mauer steht der großen Liebe im Weg. Annas skeptische Eltern Franziska Weiß und Fritz Karl reagieren gleichfalls mit Verboten. Die heimlichen Besuche ihrer selbstbewussten Tochter bleiben auch der Stasi nicht lange verborgen. Die Ereignisse nehmen eine höchst dramatische Wendung. Und dann fällt die Mauer. Aha. Ist das ein deutsches Romeo und Julia? Ja. Übrigens von Valeria Golino hatte ich mal ein Poster an meiner Wand, als ich klein war. Oh. Hatte mich bei Rain Was ist aus dem Poster geworden? Die hat nämlich bei Rain Man mitgespielt und bei Hot Shots. Ja. Ich weiß bloß nicht, wie sie jetzt so. Naja, cool. Also haben wir die Kino, nee, DVD, Blu-ray Neustarts. Durch. War jetzt, also Parasite habt ihr jetzt schon geguckt und ansonsten die anderen, ja, weiß ich nicht. Get Lucky klingt irgendwie ganz witzig, wenn da irgendwo mal auf, wenn man da vielleicht mal eine Rezensionsdisk vielleicht mal reingucken oder so. okay. Dann gehen wir mal weiter in den News-Bereich rein hier. Warte mal, was haben wir da hier so? Ah, hier. Sneak Preview. Ich habe mal zwei Trailer ja, diese Woche oder letzte Woche sind die mir irgendwie rumgeflogen. Der eine ist der neue Saw Spiral Trailer mit Samuel L. Jackson. Habt ihr da mal reingeguckt? Ja. Ja. Also ich werde mir den geben, wie alle Saw-Filme bisher. Ja, die letzten Chris Rock, ne? Ich finde, dass das auch diesmal gar nicht so übel aussieht. Also ich finde, war den letzten und vorletzten Saw ja wirklich total Banane. Aber ich finde, diesmal macht der Trailer ein bisschen Hoffnung auf Besseres. Ja, der Macher des Ganzen, Darren Lynn Bousman, der hat ja den zweiten, dritten, vierten gemacht. Also nicht die, nicht den ersten, der hat ja jemand anders gemacht und den letzten auch nicht. Fand es aber schön hier so Samuel L. Jackson. So. Ja. Wanna play a game, motherfucker? Ja, genau. ich glaube, das könnte ein cooler Reboot sein von dieser Reihe, der mal so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Finde ich sehr spannend, wie er gemacht ist. Ich verlinke den mit. Ja. Und dann werfen wir einen Blick dann drauf, wenn es dann nachher losgeht. Wann startet der eigentlich? Finde ich mal aus. Ein anderer habe ich noch, Berlin-Alexanderplatz. Der ist jetzt, also wir hatten ja Systemsprenger, der ja letztes Jahr auf der Berlinale sehr erfolgreich war. Und Berlin-Alexanderplatz lief dieses Jahr auf der Berlinale sehr, sehr erfolgreich, wurde sehr gut angenommen. Und das ist so ein Film, ich kann nicht genau greifen, worum es da gehen soll jetzt in diesem Film. Es geht um die Hauptfigur, heißt Francis, und der ist irgendwie ist so ein Flüchtling, der von Afrika nach Europa geflüchtet ist und kommt dann irgendwie in Berlin an und ist dann bei, gerät dann schnell so in die Unterwelt rein und muss dann da auch so diverse Aufgaben erfüllen. Und da ist hier zum Beispiel Joachim Krohl, spielt da irgendwie so einen Unterweltboss. Finde ich so großartig, wie der das spielt. Also allein schon im Trailer. Das macht mir schon so Lust, den Film anzugucken, wie Joachim Krohl da so einen übelsten Unterwelttypen spielt. Und es sieht sehr actionreich aus, sehr, sehr düster für so einen deutschen Film. Interessiert mich der Film eigentlich. Ja, wie geht's euch da so? Nö. Ich bin noch eher unentschlossen. Nicht. Dann sollten wir den mal interessant zeigen. Ich brauche noch einen zweiten Trailer.
so viel Trailer wird es da nicht geben. Der Film ist ja, doch, frei. Manchmal kommt ja noch ein zweiter raus und der ist ein bisschen aussagekräftiger hier. Ja, bei Deutschen nicht. Ein Trailer. Ich glaube, das bleibt so. Ja. Na, mal gucken. Nee, weiß ich noch nicht. Vielleicht kriegen wir den ja mal in der Sneak oder so. Das wäre cool. Also, ich verlinke beide mit. Liebe Hörer, falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann guckt da mal rein. Chris, stand das bei dir von letzter Woche noch drin oder ist es neu jetzt? Nein, ich habe es jetzt durchgeschaut. Okay, warte, dann mache ich. Da hatte ich ja nur die erste Folge. Dann hast du es rausgelöscht und habe es nochmal reingeschrieben. So. Und dann haut er auch noch den Trenner einfach rein, wenn ich hier rede. Ja, deswegen, ich wollte ja nur kurz wissen und dann. Es ist neu, du redest zu viel, ich hau irgendeinen Trenner rein, ja. Wir müssen ja vorwärts kommen hier. Vielen Dank, schon verstanden. Ja, ich habe The Ranch zu Ende geschaut. Und wirklich sehr herzerwärmendes Ende alles. Es ist so schön, die ganze Serie ist wirklich eine runde Sache. Kann man sich, glaube ich, auch mal jetzt auf einem Wisch anschauen. Es ist wirklich für mich so ein bisschen der Inbegriff einer Dramedy, die echt gut gemacht ist. Mit coolen Schauspielern, mit coolen Hauptdarstellern. Und ja, sie haben zwischendurch ihre Probleme da gehabt in der Serie, auch wegen der MeToo-Sache und alles. Aber trotzdem, es ist zu einem, denke ich, würdigen Abschluss alles gekommen. Und ich habe es sehr, sehr gefeiert. Ich finde es schade, dass nichts mehr nachkommt da, weil ich mochte das wirklich. Fand die Aufteilung immer schon ein bisschen komisch. Und, oh, jetzt machen wir mal hier 6 Folgen oder da 7 Folgen. Und dann warten wir wieder 3 Monate. Ja, kann man machen, aber ist dann halt kacke. Aber ja, doch, ich fand es schön. Schön umgesetzt. Gerne wieder sowas. Weil einfach, ja, cool. Findet der Thomas Holmer ja auch. Er schreibt im Kommentar, ich habe The Ranch schon durch und muss sagen, ein würdiger Abschluss, wo fast beinahe alle wieder auftauchen. Schade, dass sie zu Ende ist. Das schreibt sich ja. Da übrigens mit SZ. Oh. An der Stelle. Deutschlehrer. Ihr hättet Bushido verhindern können. The Ranch, okay. Vielleicht muss ich da doch mal reingucken, jetzt wo es abgeschlossen ist. Oder ja, guck mal. Nicht immer was reintröpfelt und so. Jetzt wo ich mit Mythic Quest durch bin. Haben wir darüber eigentlich schon geredet? Wir wollten eigentlich schon mal. Nein. Ah, ich glaube, das wird heute zu viel. Achtung, Teaser. Nächste Woche gibt es Mythic Quest. Ich trage das jetzt schon mal ein hier bei uns. Gibt's ich gucke bis dahin auch mal mehr davon. Gibt es auf Apple Plus, Apple TV Plus. Könnt ihr euch bis dahin holen. Raven's Banquet. Raven's Banquet, genau. Sehr gut. Also für alle, die irgendwie so ein bisschen so einen leichten Fable so auch für Rollenspiele oder sowas haben oder so die Games-Industrie oder den Silicon Valley gefallen hat oder den der Humor von It's Always Sunny in Philadelphia gefällt, die sollen da mal unbedingt reingucken. Alright, dann gucken wir doch mal in die sonstigen Sachen rein. So, und wie die Musik das eben schon angekündigt hat, wir beginnen mal mit den Musiktipps. Und ich habe aus dem Soundtrack von Jojo Rabbit, den Song von David Bowie, nämlich Heroes in der deutschen Version. Das fand ich so cool, wo das kam. Ich muss sagen, ich kannte das nicht oder ich hatte es irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, dass der das auch mal auf Deutsch gesungen hat. Ich auch nicht. Hab dann aber, ich dachte, oh geil, jetzt kommt das Lied. Ich habe zu dem Lied eine besondere Verbindung. Und jetzt, da kam, fing das an, die ersten Takte. Ich dachte, oh geil, so geil. Also ich habe das auch damals echt übel genommen, als das bei Microsoft in der Werbung war, weil es ja ständig im Fernsehen war. Und wie gesagt, ich verbinde da was Besonderes mit dem. Und ja, jetzt hier in dem Film hat es wieder so gut gepasst. Und ich habe es auf Deutsch, hä, was, Moment mal, was singt er da? Ach, das ist ja Deutsch, okay. Es gab ja noch ein paar andere deutsche Songs, in Anführungszeichen, in dem Film gleich am Anfang. Ja. Also eigentlich englische Songs, die aber deutsch waren. Ich will mal nichts verraten, ne? Und deswegen von mir auf unserer Playlist Spotify, die ihr finden könnt unter Kinocast Songs, wo wir jetzt auch schon wieder ein paar mehr Abonnenten haben. Also abonniert das mal. David Bowie mit Helden. Chris, was hast du? Bei der Cage steht noch nichts drin. Da. Doch. Nein. Nein. Doch. Nein. Chris, mach du erstmal. Jetzt steht was drin. Jetzt steht was drin, ja. Ich habe von Waylon Jennings und Willie Nelson Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys. Ist das aus The Ranch oder was? Das ist der Titelsong dazu, ja. Okay. Nur in einer anderen Version, aber den gibt es bei Spotify. Und ja, ich war, das war mit einer der Gründe, warum ich den Vorspann, das Intro fast nie übersprungen habe. Weil ich den noch echt ganz cool fand. Das passt so komplett, der Song passt komplett zur Serie.
Von der Stimmung her, von dem ganzen Ding, einfach geil. Gut, so, jetzt bin ich gespannt, was das bei der Kate ist hier. Ich habe einen Song ausgewählt, der ist schon ziemlich alt, von Kobe Calais, Bubbly. Einer so. Meiner Lieblingssongs. Ach so, okay. Also kein Filmbezug? Nee. Okay. Ganz einfach so. Einfach so, alles klar. Ich werde das jetzt mal alles hinzufügen zu unserer Spotify-Playlist Kinocast-Songs, die ihr abonnieren könnt, wenn ihr Spotify habt. Und ja, da kriegt ihr jede Woche 3 neue Songs dazu, bunt gemischt. Und wir gucken mal in die Kommentare rein. Da hatte ich ja den einen vom Thomas schon vorgelesen, weil das gepasst hat zu The Ranch. Der Bruno hatte noch geschrieben, er hat sich auf eure, also wahrscheinlich eher Chris seine Empfehlung hin, Gentleman angesehen, The Gentleman. Er gibt 9 von 10 und er empfiehlt uns, Jojo Rabbit anzugucken. Ja. Haben wir mal gemacht. Ne? Ja, haben wir gleich mal gemacht. Er fand ihn hervorragend. Ihn würde unsere Meinung interessieren. Ja, nicht zu danken. Haben wir geliefert. Tolle Sendung, macht weiter so. Gruß aus Norddeutschland, ja. Gruß nach Norddeutschland aus Stuttgart. Ja, falls du St. Pauli-Fan bist, besondere Grüße. Ja. Ich habe jetzt gerade nur genickt, weil das macht man da so. Ach so. Zustimmend genickt. Okay, das war's mit den Kommentaren, die auf der Seite eingegangen sind. So die anderen, ich glaube, so Instagram hatte jemand was, aber das war jetzt nicht so für die Sendung relevant, sondern und Twitter, ja. Also wenn ihr am besten was ja, zur Diskussion hier stellen wollt, nutzt am besten kinocast.net, ins Kommentarfeld irgendwas reinschreiben und dann können wir das hier in der Sendung auch gut aufgreifen. Ansonsten vielen Dank immer noch an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Das könnt ihr auch tun. Oder über PayPal, wenn ihr eine einmalige Sache abdrücken wollt. Ansonsten, denke ich mal, sind wir soweit durch heute, oder? Ja. Ich hätte jetzt fast das Mannheimerische à la Hopp gesagt, aber ich glaube, dann kommt der DFB. Ja, das lassen wir lieber. Dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Vielen Dank, liebe Hörer, fürs Zuhören diesmal wieder. Und ja, für die Beteiligung auf allen Kanälen. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.